Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Dyson's Fair Program. So, als allererstes habe ich dem Kommentar von Archer gefolgt und habe geguckt, wo war ich bei Folge 38. So, dann ist mir aufgefallen, das ist der Prozessorenplanet. Da sind wir jetzt. Hinten haben wir noch was vergessen zu setzen. Das setzen wir jetzt auch noch kurz. Und so, jetzt ganz schnell Wetten abschließen. Hat der Archer recht oder hat der Archer nicht recht? Ich war zuerst am anderen Punkt dieser Karte. Und auf der einen Seite war es nicht und auf der anderen Seite war es. Nein, ich kann nicht alles mitnehmen. Ich schmeiße das raus, ich schmeiße das raus, ich schmeiße das raus. Kann ich hier irgendwas noch ins Inventar nehmen? Ich kann die hier ins Inventar reinpacken. Ja. Das kann ich ins Inventar packen. 2000, 3000, hier, die hier kann ich reinstecken. Ah, es reicht nicht ganz. Dann hau ich hier halt zwei Stacks weg. Jetzt habe ich meine Inventar da wieder. Ich bin happy. Vielen lieben Dank, Archer, dass du dir die Mühe gemacht hast, zum gucken, ob jetzt wirklich die ganzen Sachen da sind oder wo sie sind, auf welchem Planeten. Dass du die Videos ein bisschen durchgeguckt hast. Und du hattest recht. Es war genau auf diesem Planeten. Deswegen, herzlichen Dank. Es hat auf jeden Fall sehr geholfen. Ich wäre tatsächlich erst wieder auf die Idee gekommen, hier auf den Planeten zu gehen. Und ja, wenn ich die ganzen anderen Sachen, wo ich schon, wo ich vorhab, gemacht habe. Deswegen nochmal vielen herzlichen Dank. Wir gucken uns jetzt den Deuteronium-Planeten mal an, wie es dort aussieht. Denn jetzt hat sich was getan. Ich habe es hinbekommen, dass es jetzt eigentlich ohne Probleme... Okay, der Planet... Wo ist er? Wo kommt er? Ich sehe ihn hier vor mir. Da ist er. Also, es sammelt sich viel Deuterium hier drin. Die ganzen sind, oder der Großteil hier ist voll. Das hauen wir raus. Es sammelt Hydrogen. Hydrogen kommt eigentlich gut rein. Hier habe ich das vergessen. Das liegt jetzt aber tatsächlich daran, dass die Planeten mit Hydrogen langsam voll werden. Ja, nicht voll leer. Deswegen geht das Ganze hier mittlerweile. Aber ich habe nicht nur die eine Seite hier gemacht. Ich habe zwei Seiten gemacht. Und hier kommt auch überall Hydrogen rein. Also mit Hydrogen habe ich kein Problem. Ich hatte ein massives Energieproblem. Wir produzieren hier jetzt 13,7 Gigawatt von... Jetzt brauchen wir nur noch 3. Okay. Einmal hier. Einmal fast komplett rundherum. Aber es lag natürlich dran, dass alle Fabriken gelaufen sind. Und dass es nicht nur die Storages füllt. Das wird hier auf dem Planeten generell so laufen, dass wenn ich irgendwo Deuterium benötige... wird es dann das Schicken des Hydrogen wird relativ guck, lege ich hier durch und mir fällt sogar noch mal eins auf, was noch nicht gemacht ist. Da kann ich noch mal ein bisschen mehr Hydrogen rausziehen.
Dass ich über einen Puffer habe, finde ich gar nicht schlecht, bin ich euch ehrlich. Weil dann kann ich alles, was ich an Deuterium benötige, hochpushen. Das hat jetzt auch nicht lange gedauert, dass ich so einen Überschuss generiere. Weil ich jetzt einfach von anderen Planeten noch nicht so viel Deuterium noch oder halt auf die Planeten schick. Was sich natürlich auch gleich ändern wird, weil wir werden es ja ein bisschen hochsetzen. Oh, und... Hier habe ich natürlich das noch nicht gesetzt. Habe ich. So. So. Das brauchen wir nicht. Wir reißen die hier einmal ab. Bauen das. Jetzt gucken, was ich hier mit den ganzen Sachen mache. Ich habe hier jetzt ein bisschen Überschuss. Ich kann die ganzen Sachen nirgends hinpacken. Gut, wenn ich irgendeinen Planeten baue, dann wird das hier oben ganz schnell leer. Ist auch mit den Factories und allem. Das wird klappen. Okay. Hier läuft das Ganze. Hier auch. Hier auch. Also, der ganze Planet läuft. Ihr seht, es wird langsam überall ein Überschuss generiert. Noch nicht ganz überall. Aber so gut wie. Das kann man schon mal sagen. So, eins weiter. Zwei weiter. Probieren wir das hier unten. So, dann machen wir die letzten noch kurz. Ja, weil das war irgendwie relativ wild hier, das Ganze. Das kann ich euch sagen. Ich habe dadurch, dass es ja hier teilweise schräg sind, mehr oder weniger gerade, habe ich das teilweise ich kann es euch einmal zeigen, wie ich es meine. Ich habe ja hier alles schön in einer Linie gebaut. Oder in vier Linien, kann man sagen. Aber natürlich habe ich das hier auch vergessen. Habe ich hier die hier. Und da bin ich dann hier rüber gerutscht. Okay, das läuft. Und bin dann ein bisschen durcheinander gekommen. Natürlich mal wieder. Gewohnterweise. Und, ja, weil ich habe das alles gemacht, da war es schon ziemlich spät. Da hätte ich schon lange ins Bettchen gehört. So wie beim letzten Mal, wo ich das Ganze gemacht habe und dann, ja, die Fehlkonstruktion kopiert habe. Das war schon ein sehr trauriger Moment in meinem Dasein, während ich hier die Videos gemacht habe, weil ich habe diesen Planeten... ungelogen dreimal komplett abgerissen. Das Ganze hier zu setzen, habe ich aber nicht alles abgerissen. Ich habe das auf die Variante gemacht. Einmal Blätter, einmal normal. Und das hat dann relativ gut funktioniert eigentlich. Das seht ihr auch hier. Das war mir... ja. Hat mir sonst zu lang gedauert. Weil meine Geduld war wirklich am Ende. Ich habe gesagt so, okay, boah, geil, ich bin fertig. Ah, blöd. Ich habe überall Storages gesetzt. Komm, ich muss hier überall die Wasser... die Storage Tanks machen. Storage Tanks überall gemacht. Und dann ist mir aufgefallen... nee, das darf nicht sein. Ich habe hier... jetzt das hier falsch umgesetzt und ich habe die anstatt nach innen nach außen gemacht. Sehr ärgerlich. Punkt Nummer 2 dann. Dann habe ich überall oder habe ich erst angefangen das Einzelne zu bauen und habe dann geguckt so, nee, okay, alles überall die ich habe es kopiert und immer eingesetzt. So, dass es jetzt hoffentlich fast überall durch ist. Oder dass es jetzt überall durch ist.
Habe ich dann gestartet, die Fabrik, ja. Hier wird jetzt auch Hydrogen generiert. Okay, haben wir überall. Und dann waren wir bei 12 Gigawatt Auslastung. Und ich habe mir gedacht so, ja, das ist jetzt aber richtig blöd. Was mache ich denn jetzt? Ich habe 12 Gigawatt Auslastung und meine Planeten sind voll. Was mache ich? Oder die ganzen waren überall am Stisseln, Misseln. Und dann habe ich gedacht, ja komm, ich baue einfach noch mehr hin. Eigentlich war es mir ja schon klar, dass sobald das sobald die ganzen interstellaren und planetaren Logistiksysteme ready sind, dass wir dann das Problem gar nicht mehr haben mit der Energie. Aber während das halt in Betrieb war, das Ganze, hat es natürlich nicht 100% funktioniert. Aber dadurch, dass jetzt die interstellaren Logistiksysteme voll sind, werden die planetaren Logistiksysteme mit der Energie voll. Aber wird Deuterium gebraucht und die Fabriken werden leer, dann haben wir dort wieder dasselbe Problem, dass die Energie so dermaßen in die Höhe schießt, dass man fast gar nicht mehr weiß, wohin damit. Deswegen habe ich jetzt einfach ein bisschen mehr gemacht, weil ich einfach gemerkt habe, hey, das kostet sehr viel Energie. Jetzt bin ich da so knapp und fliege trotzdem vorbei. Hallo, hier, ich will ein bisschen Abstand. So. Wir haben auf dem Planeten gelandet. Dann schauen wir uns einmal kurz an, was wir hier schon mal geleistet haben. Wir haben Drohnen. Das war's. Echt, habe ich bisher nur Drohnen? Nein, eigentlich nicht. Hier habe ich schon mal das erste Set gesetzt. Hier brauchen wir halt auch ziemlich viel Deuterium für das Deuterium-Fuel. Das wird auf jeden Fall interessant. Was ich aber mache, wieder direkt hier auf dem Planeten. So ist mal Career Rocket. Ich brauche nämlich ein Storage. Setzt das hier hin. Ich merke mir, bei einem Small Carrier Rocket auf dem Planeten habe ich das Ganze gesetzt. Small Carrier Rocket, bist du? Hier. Okay. Ich werde auf jeden Fall noch kurz hier das hier verwenden, damit es einfach mal ein bisschen mal gerader ist. Sieht doch immer schöner aus, wenn es terraformt ist, oder? Was sagt ihr? Alles schön terraformen, dann haben wir immer genügend Platz für alles. Was auch noch interessant ist, was ich gesehen habe. Unsere Dyson-Sphäre hier, sie wächst immer weiter. Auch die inneren Werte zählen. Ihr seht, hier innen drin ist er auch bald ready. Ja, zwei fehlen halt die Zellen. Aber das kommt alles hier auch. Aber hier sind die Small Carrier Rockets fertig. Hier ist es ein wildes Treiben. Aber Small Carrier Rockets zur Hälfte, zur Hälfte, zur Hälfte, zur Hälfte. Hier haben wir 233 Gigawatt. Das ist richtig krass. Aber wir haben hier das fertig, das fertig. Small Carrier Rockets fertig. Die Cell Points brauchen noch die Hälfte jetzt. Und die grüne ist auch gleich fertig. Schon mal ziemlich nice. Auf Jabba. Sind wir bei 6,9 Gigawatt und brauchen 14. Erste Layer brauchen wir noch so sehr viele Small Carrier Rockets. Hier genau dasselbe, hier auch.
Aber wir haben hier einen Unterschied zu den anderen. Wir haben hier ganz viele Zellen herumfliegen. Und deswegen machen wir diesmal Carrier Rocket jetzt die Produktion nach oben, dass der Planet auch 100% läuft. Aber Leute, das werden wir in der nächsten Folge befolgen oder verfolgen, können wir sagen. Ich habe euch jetzt erstmal kurz auf den Zwischenstand gebracht, wie es aussieht, dass wir das Ganze gefunden haben. Jetzt muss ich mir erstmal überlegen, ob ich als erstes Deuteronium Fuel mache oder ob ich hier tatsächlich auch noch Titanium Alloys herstelle. Wenn ich sie finde hier. Weil sinnvoll wär's. Auch wenn ich vom anderen Planeten ein bisschen was bekomme, aber es halt nicht sehr viel. Es halt, wenn ich hier Titanium Alloy, zack. Es geht, aber es hat auch nicht so viel. Es sind wahrscheinlich 40.000, was wir im Lager haben drüben. Und sobald alles losgeht, haben wir halt das Problem, dass wir nicht weiterkommen. Aber ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Lasst gerne einen Like, Kommentar oder Abonnement da. Nochmal vielen Dank an Archer für deine tatkräftige Unterstützung. Das hat sehr viel geholfen. Ich muss jetzt auch generell mal nachschauen, wie sieht es denn aus mit den Space Warpern überall? Weil wir produzieren ja allgemein zu wenig. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge von Dyson Sphere Program wieder. Wir machen hier jetzt nochmal einmal ganz schnell Space Warper hier. Immer noch 600 zu 920, das müssen wir nochmal hochsetzen. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao.